herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich ihr da draußen auch, denn heute mit einem Real Talk Video. Ich bin sehr gespannt auf dieses Video, denn das ist von Jonas Ems und bedeutet: TikTok ist unser Ende. Real Talk. Und ich bin sehr gespannt, um was es da drin geht, denn ich glaube, es kann gut sein, dass ich einige Sachen, die er sagen wird, unterschreiben kann. Ich bin aber, wie gesagt, sehr gespannt. Wir schnackeln auch fackeln nicht lange um den heißen Brei, gehen direkt rein ins Video, hören uns das Ganze mal an, denn ich freue mich sehr, liebe Freunde. Auf geht's, ab geht's, rein da, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und holt euch was Leckeres zu trinken, denn jetzt geht's ab. Die Luzi. Was geht, Leute? Mein Name ist Jonas und eigentlich wollte ich ein völlig anderes Video drehen als das hier. Eigentlich wollte ich ein Video drehen, in dem ich ein paar TikTok-Kollegen von mir roaste, deren Content ich wirklich absolut abscheulich finde. Ist auch nicht böse gemeint, ist auch nicht persönlich gemeint, aber ich finde den echt einfach unangenehm. Aber dann bin ich bei der Recherche für dieses Video auf so spannendes Hintergrundwissen gestoßen, dass ich mir dachte, ich widme dem einfach ein ganz eigenes Video, was jetzt den Titel trägt, warum TikTok unser Ende ist. Auch ein spannender Titel auf jeden Fall. Das soll eigentlich auch gar nicht so ein krasser Plattform-Roast sein, weil das bezieht sich eigentlich auf... Ich will nur, bevor er loslegt, will ich nur einmal so ein bisschen raten. So sah mal, in welche Richtung es gehen kann. Ich glaube, es geht in die Richtung, dass Social Media immer schnelllebiger wird. Vor allem durch TikTok hat das auch so ein bisschen angefangen, Früchte zu tragen. Denn man setzt sich vors Handy, guckt ein kurzes Video, wird bespaßt, findet es vielleicht lustig, findet es interessant. Man kriegt Hunger, keine Ahnung, guckt sich ein Essensvideo an. Dann wischt man weiter und dann ist man schon bei der nächsten Person, die ein neues Video zeigt. Dann wischt man weiter, dann ist da ein kleiner Stream-Ausschnitt von Monte. Klickt man weiter und man hat innerhalb von 5 Minuten irgendwie 20 TikToks gesehen, hat aber innerhalb von dieser 5 Minuten schon wieder vergessen. Was war das erste TikTok von diesen 20, die ich da gesehen habe? Ich glaube, dass das Original zu der Verblödung unseres Hirns dazu beiträgt, dass wir immer dümmer werden, weil wir uns auch nicht auf eine Sache konzentrieren, sondern auf viele Sachen schnell hintereinander so. Das spiegelt genau unseren Lifestyle gerade wieder, unsere Generation. So, man bleibt nicht bei einer Sache, man guckt sich nicht mehr einen kompletten Film an. Das macht man nur noch selten. Geht man mal ins Kino oder guckt einen Film auf Netflix. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr Filme auf Netflix guckt, alleine, dass ihr dann gleichzeitig nebenher so ab und zu nochmal auf euer Handy guckt, mal hier schreibt, mal dies schreibt, mal jenes. Bisschen TikToks nebenher, dann guckt ihr wieder den Film. Ist gar nicht so interessant, dann wieder TikToks, weil wir uns ablenken lassen. Ich bin sehr gespannt, was er sagt, weil ich glaube, ich kann bei diesem Video auch noch was lernen. Alle Plattformen, die Vertical Content machen, also auch Instagram Reels und YouTube Shorts und Snapchat und überall da, wo man sich sowas halt angucken kann. Ja, und das heißt dann wahrscheinlich, das Video, in dem ich dann ein paar TikToker bloßstelle, das wird dann wahrscheinlich übernächste Woche kommen. Und diese Leute können mir dann übernächste Woche ihre Anwälte aufhetzen. Was für mich aber auch kein Problem ist, macht das ruhig, denn mein Anwalt ist besser als euer. Habe ich keine Angst vor. Nee, aber ich sag das jetzt gerade so überspitzt oder aus Spaß, Leute, aber es gibt halt Real Talk. Ich habe Influencer-Kollegen und Kolleginnen, die einem wirklich, wenn man sie in einem Video kritisiert, die schreiben einem dann: Wenn du mich nicht rausschneidest aus deinem Video, dann werde ich meinen Anwalt einschalten. Ich denke mir so: Junge, komm mal klar, wenn man dich kritisiert, versteh doch einfach mal den Punkt. Ey, es ist wirklich unglaublich, manche von denen wirklich. Aber Leute, kommen wir zum Thema und ich verspreche euch, das Video heute wird super spannend. Egal, ob ihr euch viel mit sowas wie TikTok beschäftigt oder vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte damit habt. Ich bin mir ganz sicher, ihr werdet aus diesem Video auf jeden Fall was mitnehmen können. Denn Leute, wir leben in einem völlig neuen Zeitalter. Und dieses Zeitalter ist das Zeitalter der minimalsten Aufmerksamkeitsspanne und der größten Dopamin-Junkies. Und warum das so ist, das werde ich euch jetzt gleich erklären und es ist wirklich... Das ist das, was ich gerade meinte. Ich habe nur das Wort jetzt nicht so gefunden, aber minimale Aufmerksamkeitsspanne. Die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen wird immer kürzer. Deshalb greift man, während man zum Beispiel einen Film guckt, zum Handy. Oder man macht etwas, lässt sich aber von seinem Handy ablenken. Dann geht eine halbe Stunde rum und man merkt so, shit, eine halbe Stunde ist vergangen. Ich wollte doch noch das und das und das machen. Und ich merke das, ich erwische mich selber dabei teilweise. Seit gut 2-3 Jahren sind die ganzen Vertical-Content-Plattformen im Vormarsch. Da gab es super viele Schlagzeilen drüber, dass TikTok die ganzen App-Charts auf Platz Nummer 1 anführt. Eben ein unglaublicher Zuwachs an Nutzerzahlen. Und jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, habe ich diese Schlagzeile, dass YouTube Shorts jetzt wieder gleichgerückt ist mit TikTok, was die Nutzerzahlen angeht. Aber eben auch Instagram, ne? Ihr kennt das ja, die Startseite mittlerweile besteht aus super vielen Hochformat-Videos und Snapchat und Twitter und Co. rüsten da auch nach und es gibt super viel von diesem Content. Ganz viele Menschen haben in den letzten Jahren ihr Konsumverhalten, was audiovisuelle Medien angeht, verändert, schauen sich immer mehr von diesem Content an und jetzt ist die Frage, die sich uns stellt, ist das gut für uns? Und um das mal direkt zu beantworten, nein, ist es tatsächlich nicht. Warum das so ist, das schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Kapitel Nummer 1, die digitale Droge. Ich glaube, dass die allermeisten von uns das kennen und ich persönlich kann das eben auch sehr gut, weil ich nicht nur in diesem Bereich arbeite, sondern eben leider auch tatsächlich Konsument bin und mir diese ganzen Scheißsachen reinziehe und wirklich sehr oft auf diesen Plattformen unterwegs bin. Same. Und ich merke, Real Talk, es lenkt mich ab. Ich glaube,
Es ist gerade für Leute schwierig, die keinen Chef haben oder beispielsweise einfach Homeoffice machen. Du bist im Homeoffice und du machst was am Laptop, aber dann gehst du mal kurz auf TikTok, machst kurz dies, gehst dir mal kurz ein Brötchen schmieren, dies, jenes. Man lässt sich super, 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 super schnell ablenken und es fuckt mich extrem ab. Es fuckt mich extrem ab, dass ich da selber auch so anfällig für bin. Ich bin nicht wirklich aktiv auf TikTok, nicht so krass. Ich versuche es immer wieder aktiv zu sein, aber ich bin es nicht wirklich. Vielleicht kommt der Zeitpunkt früher oder später irgendwann mal, dass es soweit ist, aber mal gucken. Kennt es, dass man in diesem digitalen Strudel an Videos gefangen ist und da auch nicht mehr so schnell rauskommt? Also man geht super schnell drauf, guckt sich da Videos an und kann dann teilweise gar nicht mehr aufhören, sich diese Sachen anzuschauen. Das liegt vor allem daran, dass diese kurzen Videos meistens extrem kurzweilig und pointiert sind. Und das ist eben super wichtig, weil die Creator, die dort den Content produzieren, für die ist eben von ganz besonderer Bedeutsamkeit, dass sie Content produzieren, der direkt catcht, der den Nutzer, der quasi die ganze Zeit da durchswipet, quasi dazu bewegt, sich das Video auch anzuschauen. Und dafür muss es natürlich in den ersten Sekunden ganz besonders catchy und spannend sein. Außerdem haben all diese Plattformen extrem starke Algorithmen, die dir mit der Zeit nur noch Videos ausspielen, die dich interessieren, sodass du dann mit der Zeit eben in diesen Content-Strudel reinkommst an Sachen, wo man sich eben teilweise wirklich selber fragt, so, woher weiß der Algorithmus, dass ich das gerade spannend finde? Das größte Problem ist aber, dass... Das Ding ist ja, er spricht ja auch aus Erfahrung. Es ist ja nicht so, als hätte Jonas keinen Plan darüber. Jonas hat, glaube ich, selber, ich weiß nicht, ich habe das... auf TikTok lädt er auch viel hoch. Auf YouTube hatte er auch einen Shorts-Kanal, der richtig gut lief. Hier, Jonas Shorts. 1.200.000, 74, 260, 100, 400, 300, 185, 500. Das ist so eine Riesenmenge. 550 Millionen Aufrufe. Vor einem Jahr erst angefangen hochzuladen. Ein Jahr lädt er da hoch. 550 Millionen Aufrufe. Das ist krank. Also auch ein Jonas weiß ganz genau, wie macht man diese Kurzvideos catchy. Und da ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es geht ja eher um das allgemeine Konsumverhalten. In diesem intensiven Konsum von Kurzvideos ganz viel von dem Botenstoff Dopamin ausgeschüttet wird. Dopamin ist unter anderem als Botenstoff des Glücks bekannt. Es ist ganz einfach runtergebrochen, unter anderem dafür verantwortlich, dass wir Glücksgefühle empfinden. Es ist aber auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir Motivation für Dinge finden. Also man könnte Dopamin quasi auch als Motivator bezeichnen. Der Körper versucht quasi immer Dinge zu tun, die ihn möglichst viel Dopamin ausschütten lassen. Deswegen nennt man Social Media eben auch gerne die digitale Droge. Weil ganz einfach erklärt, so Dinge wie Alkohol, Fastfood oder Pornos beispielsweise lassen einen auch super schnell Dopamin ausschütten. Also hat man beispielsweise irgendwie so einen saftigen Fastfood-Burger hier liegen und irgendwie so, ich sag jetzt mal einfach so eine gesunde Gemüsepfanne, dann würden die allermeisten zu dem Burger greifen, weil der eben einen quasi kurzfristig und schneller glücklich macht, dass Dopamin das ausgeschüttet wird, verglichen mit dieser Gemüsepfanne, die aber eigentlich natürlich perspektivisch für uns viel gesunder wäre. Und genauso verhält sich das eben auch bei dieser digitalen Droge der sozialen Medien oder eben in diesem Fall einfach nochmal intensiver sowas wie TikTok, weil wir dort eben in ganz kurzer Zeit... Du kannst, also das beste Beispiel ist wirklich TikTok und ein Netflix-Film. Du kannst 10 Minuten auf TikTok sein und in kurzer Zeit ganz viele witzige Sachen oder dies, das, jenes, viel erleben. Und bei einem Film in den ersten 10 Minuten passiert wahrscheinlich nicht mal was. Der Film wird ja meistens erst zum Ende spannend. Dafür musst du aber 1,5 Stunden warten, bis der Film ans Ende kommt und musst die ganze Zeit aufpassen. Und das ist ja anstrengend für den Kopf. Ganz viele Videos sehen, die uns vermeintlich unterhalten und glücklich machen, eben nur vermeintlich, und unser Körper eben ganz schnell viel Dopamin ausschüttet. Man kann interessanterweise Social Media Apps, wenn man das möchte, so ein bisschen mit Glücksspiel vergleichen. Das ist etwas, was unbewusst in unserem Kopf stattfindet, also keine ganz bewusste Entscheidung, aber es hat wirklich gewisse Parallelen mit Glücksspiel, was ja eben auch süchtig macht. Wenn man so durch diesen Feed geht oder diese For You Page oder wie auch immer das heißt, und man kriegt einen schlechten Post oder irgendein Video, was einem nicht so gefällt, dann denkt man sich oftmals, komm, ich mach noch eins weiter und schau mir jetzt an, das nächste wird schon gut sein. Das ist so, wie wenn man im Glücksspiel quasi eine Pechsträhne hat und sagt, ey, jetzt muss ich aber gleich wieder Glück haben, ich mach jetzt noch einmal und dann werde ich safe richtig viel Gewinn machen. Genauso läuft es eben bei diesen Postings auch ab. Andersrum ist es aber so, wenn wir einen geilen Post haben oder uns ein geiles Video anschauen, was uns gefällt und unterhält, dann ist es nicht so, dass unser Kopf uns sagt, okay, jetzt hören wir aber auf, jetzt hatten wir ein gutes Video, jetzt ist Schluss. Genau wie auch beim Glücksspiel, man nicht sagt, okay, jetzt hatte ich ja Gewinn, jetzt kann ich ja aussteigen. Sondern was dann im Kopf passiert, ist, dass man sich denkt, ey, das nächste wird bestimmt auch gut sein oder vielleicht sogar noch besser. Vielleicht könnten wir im Gewinnspiel noch mehr Glück haben, beziehungsweise in Form der Videos noch bessere Videos haben. Und deswegen. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich weiß es nicht, aber ich frag euch jetzt mal gezielt, weil bei mir ist das manchmal so? Ich merke, ich gucke TikToks an oder ich gucke so mir vorgeschlagene Videos. Also Content, nachdem ich nicht gefragt habe, sondern der mir vorgeschlagen wird. Und ich gucke und ich gucke und ich gucke und ich merke, wie mein Kopf sich abschaltet. Also ich merke, wie ich
nicht so müde werden in dem Sinne, boah, ich habe viel geschafft, ich werde jetzt müde, sondern so müde in dem Sinne so, boah, was mache ich eigentlich gerade hier so, ich gucke mir gerade hier irgendwas an, ich bin unproduktiv. So, und ich kriege immer ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich das mache, also wenn ich so TikToks gucke. Ich kriege immer so ein, du bist gerade unproduktiv, aber ist halt gerade chillig, so ein bisschen gucken, jetzt aufstehen, auch kein Bock, ich gucke lieber ein bisschen weiter, so, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, ah. Deswegen passiert es eben so schnell, dass wir danach süchtig werden und auf diesen For You-Pages so krass hängen bleiben. Oder auch so oft unser Handy rausholen und einfach random durchscrollen, um uns diese Videos oder Posts anzuschauen. Das ganz große Problem, und das möchte ich euch eben gerade erklären, ist, dass Dopamin normalerweise nicht so kurzzeitig und so exzessiv ausgeschüttet wird. Das heißt, normalerweise wird Dopamin weniger konzentriert in einem längeren Zeitraum ausgeschüttet. Wenn man das zum Beispiel mit für die Schule lernen vergleicht. Man kann sich TikToks angucken und es wird in ganz kurzer Zeit Dopamin ausgeschüttet. Man kann also quasi direkt darauf zugreifen. Man hat direkt das Gefühl, okay, ja, das unterhält mich. Und man vergleicht das mit für die Schule lernen, ist es beim Schule lernen so, dass das Dopamin meistens viel später erst ausgeschüttet wird. Also man kennt es oftmals, wenn man für die Schule gelernt hat und dann irgendwann fertig ist, man hat das Gefühl, man hat echt was getan. Das fühlt sich schon ganz gut an. Dafür muss man aber vielleicht auch irgendwie eine Stunde lang gelernt haben, was natürlich viel aufwendiger für den Körper ist. Oder manchmal zieht sich das noch viel länger, weil man dann ganz viele Tage lang lernen muss und man irgendwann eine Klausur schreibt und erst wenn man die Klausur geschafft hat, hat man dieses Gefühl von, man ist erleichtert, man fühlt sich gut, man ist glücklich, dass man es geschafft hat. So ist erklärt das sehr gut gerade. Er bringt das sehr gut auf den Punkt. Ich könnte das Real Talk nicht besser erklären gerade. Jetzt noch auf die weiteren Punkte gespannt, die noch kommen. Dieser Prozess also ein völlig anderer. Das Problem ist also, dass unser Dopaminspiegel völlig verschoben ist durch die sozialen Medien und vor allem eben durch diese Vertical Content Plattform, was tatsächlich extrem schädlich für uns ist. Das sorgt dafür, warum wir bei ganz vielen Dingen viel weniger Motivation haben. Ich wette, dass ganz viele von euch dieses Gefühl kennen, dass ihr zu Hause auf dem Bett sitzt und denken, ey, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, jetzt irgendwie Sport, Buch lesen, kommt wahrscheinlich für die allermeisten von euch gar nicht mehr in Frage, weil ihr nicht mehr so viel lest oder es nicht mehr so das Ding ist. Real Talk ist auf den Punkt getroffen. Ich habe mir Bücher bestellt und ich will mich dazu zwingen zu lesen, aber ein Buch lesen ist anstrengender als TikToks gucken oder hier oder das oder jenes, so ein bisschen gucken. Es ist einfach so, TikTok oder diese Kurzvideos sind extreme Drogen für den Körper. Es macht süchtig. Es macht einfach süchtig. Wie gesagt, vielleicht rausgehen ist zu aufwendig, irgendein neues Hobby sich suchen ist auch zu aufwendig und ich verspreche euch Leute, das kenne ich auch und diese Krankheit, dieses Problem, das ist nicht, weil wir in Zeiten leben, in denen es nicht mehr interessant wäre, Sport zu machen oder weil wir in Zeiten leben, in denen man keine Bücher mehr lesen sollte, weil es veraltet wäre oder so. Das hat ausschließlich damit zu tun, dass ihr euch das alles im Kopf durch so Plattformen wie TikTok kaputt gemacht habt, weil ihr mit einem Griff ans Handy und durch das Durchscrollen auf der For You-Page viel schneller, viel mehr Dopamin abrufen könnt, als wenn ihr ein Buch lest, weil ihr dadurch viel schneller, viel kurzweiliger, viel einfacher unterhalten werdet, als wenn ihr euch zum Beispiel einen längeren Film anschaut. Deswegen ist es super gefährlich und die Lösung an dieser Stelle auf jeden Fall, versucht einmal euren Dopaminspiegel wieder ganz auf Null zu senken. Also macht mal ein, zwei Tage lang gar nichts, was diese kurzfristige Ausschüttung bedeuten kann. Schaut euch mal keine TikToks an, seid mal nicht auf Social Media. Esst kein ungesundes Essen, macht nichts, was euch einfach nur spontan in diesem Moment glücklich macht, sondern versucht das Ganze mal zu reduzieren, um dann mit der Zeit wieder einen gesunden Dopaminspiegel aufzubauen. Das ist ganz wichtig. Aber das war noch längst nicht alles. Bringt mich nämlich jetzt zu Kapitel Nummer 2. TikTok und das Problem mit dem Fokus. TikTok und die anderen Plattformen sind so konzipiert, dass die Videos uns in ganz schneller Zeit direkt catchen müssen. Der Nutzer, der sich Videos anguckt, hat nur eine ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne und entscheidet innerhalb der ersten paar Sekunden, ob er ein Video anschauen will oder ob er weiter scrollt. Deswegen ist es halt super wichtig für die Creator. Das ist auch der Punkt, mit dem das System von TikTok entscheidet, ob ein Video viral geht oder nicht. Wenn die ersten Beispiel 50 Leute, die ersten 50 Leute, die das Video sehen, dranbleiben an dem Video oder der meiste Teil davon, über 90%, bleibt dran bis zum Ende, dann hat das Video die Chance, viral zu gehen. Wenn von den ersten 50 Leuten über 30 Leute das Video weiterwischen nach 2 Sekunden, dann weiß TikTok, okay, das ist kein Video für die For You-Page, denn das fesselt die Leute nicht. Die Leute bleiben dann nicht auf der App, die wollen dann lieber wieder gehen, wenn sie das sehen. Content zu konzipieren, der möglichst kurzweilig ist. Je kurzweiliger Content ist, umso wahrscheinlicher ist, dass sich Leute diesen Content anschauen und umso mehr Leute sich diesen Content anschauen, umso viraler geht auch das Video und umso mehr Leuten wird es wieder ausgespielt. Was dazu führt, und das ist wie so ein Teufelskreis, dass man immer kurzweiligeren und schnelleren Content angezeigt bekommt. Was natürlich super viel mit unserem Kopf macht. Es ist so, dass der Gebrauch von 90 Minuten Social Media am Tag bereits Impact auf euer Konzentrations- und Fokusvermögen hat. Das ist ganz wichtig, weil ich ganz viele Menschen kenne, die mir heute davon berichten, dass sie große Fokusprobleme haben. Also, um das mal ganz ehrlich zu spiegeln, bei mir ist das ganz, ganz ähnlich. Ich habe mittlerweile richtig Schwierigkeiten, mir lange Texte durchzulesen und dabei eben noch konzentriert zu bleiben. In der Schule konnte ich das damals richtig gut. Mittlerweile habe ich richtig Schwierigkeiten, mich darauf zu konzentrieren. Ich habe einige Bekannte, die können sich nicht mal einen 90-minütigen Film anschauen, ohne immer wieder ans Handy zu gehen. Und ich wette, das ist bei dem... Genau das, was ich gesagt habe. Genau das, was ich gesagt habe.
man muss sich teilweise selber dazu zwingen, irgendwie sein Handy wegzulegen. Ich mache Flugmodus rein, wenn ich schlafen gehe. Immer, sowieso, auch so ein bisschen wegen Strahlen, Malen und so, weil ich mir so denke, boah, Handy direkt neben dem Kopf, Strahlen, weiß ich nicht, bin ich nicht so Fan von. Ich bin da so ein bisschen Dings anders, ne? Ich bin so ein bisschen anders, was das angeht. Aber ich mach's auch rein, weil ich nicht abgelenkt werden will beim Schlafen. Ich will nicht geweckt werden, ich will schlafen. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich will schlafen. Lass mich in Ruhe. Flugmodus ist da. Meisten von euch auch so. Ihr sitzt vor dem Fernseher, schaut euch eine Sendung an, aber parallel seid ihr die ganze Zeit am Handy und macht da irgendwelche Sachen. Das liegt daran, dass euer Fokus nicht mehr ausreicht, um euch im fucking 90 Minuten Film anzuschauen. Vielleicht auch die Dopaminausschüttung nicht mehr ausreichend ist und ihr deswegen immer wieder ans Handy geht, weil das auch dieser innere Ruf ist, diese Sucht danach. Ey, mal abchecken, gibt es vielleicht Neuigkeiten? Gibt es hier vielleicht andere Videos, die mich gerade schneller unterhalten? Was aber halt traurig, super schwierig ist und dazu führt, dass wir immer mehr Fokus verlieren und immer mehr Geduld verlieren. Und das sind eigentlich Dinge, die für uns als Menschen sehr, sehr wichtig sind. Und das wiederum bringt mich zum nächsten und vielleicht sogar entscheidendsten Kapitel. Und zwar Kapitel Nummer 3, TikTok und die Verdummung. Also, wir haben verstanden, die Vertical-Plattform und eben deren Algorithmen sorgen dafür, dass unser Glücksempfinden kaputt geht und auch dafür, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird und dass wir uns immer schlechter auf Dinge konzentrieren können. Was aber noch viel schlimmer ist, neben den Plattformen und den Algorithmen, sind die Inhalte selbst und die Creator, die für die Inhalte verantwortlich sind. Ich kann euch ehrlicherweise nicht genau sagen, wie weit es eine Korrelation zwischen den Inhalten der Creator und der Plattform selbst gibt. Also eine Korrelation ist quasi immer eine Art wechselseitige Beziehung. Als kleines Beispiel, weil ich mich eben frage, inwieweit eben Plattform und Creator eben wirklich Einfluss darauf haben, was auf einer Plattform läuft. Es könnte sein, dass ein Creator einen Trend losstößt, zum Beispiel durch irgendeinen Song, den er benutzt und deswegen einige Creator diesen Song benutzen und die Plattform daraufhin sagt, sie pusht dann diesen Sound oder diesen Trend und pusht dann diese Videos und die werden immer mehr ausgespielt. Das heißt also, der Creator hatte hier Einfluss auf die Plattform, aber dadurch, dass die Plattform diesen Content pusht, gibt es wieder mehr Creator, die diesen Content machen, wodurch dann quasi die Plattform auch wieder Einfluss auf die Creator hatte und da spricht man dann quasi von einer Korrelation. Okay, das ist auf jeden Fall viel für meinen Kopf gerade, aber ich komme noch mit. Ich bin noch da, liebe Freunde, ich bin noch da. Ich kann euch aber nicht sagen, wie groß die ist und wie viel die bedeutet. Also ich kann nicht sagen, um es anders zu sagen, ich frage mich, wie man verantwortlich machen kann dafür, dass gerade auf TikTok super viel dummer Scheiß-Content läuft. Muss man die Creator dafür verantwortlich machen, weil sie diesen dummen Content abliefern oder ist es die Plattform, die die Creator dahin treibt, diesen dummen Content zu machen? Ich kann es euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es grundsätzlich so, das gilt glaube ich für fast alle von diesen Content-Plattformen. Watermelon Sugar, hi, do you know you wanna be mine? Baby, we can see the sea signs, penguin you. Das war der krankeste Trend. Dass schon so mindestens die Top 10 alles Bullshit-Creator sind. Das ist gar nicht böse gemeint und bitte nehmt es auch nicht persönlich, falls jemand von meinen Freunden oder so dieses Video guckt und zu diesen Bullshit-Creatern gehört. Ich hab nichts gegen euch und ganz ehrlich, meine Comedy-Videos würde ich sogar selber auch da reinzählen. Ich würde nicht die Videos auf meinem YouTube-Channel dazu zählen, aber zumindest die Videos, die ich auf meinem TikTok-Channel da mache und auch die ganzen Videos, die ich früher auf YouTube gemacht habe. Alles Bullshit-Content. Das ist Content, der einen nicht groß weiterbringt, der einfach Unterhaltung ist, aber am Ende des Tages hat man nicht viel davon. Auf den allermeisten Plattformen sind die Top 10, das sind dominierende Bullshit-Creator. Das ist bei den Streaming-Plattformen beispielsweise auch so. Wenn man das vergleicht, Livestreaming zum Beispiel so ein Montana Black mit einem Robert Mark Lehmann, dann ist es einfach ein großer Unterschied so. Also natürlich ist es mal so, dass vielleicht Montana Black irgendwann mal so einen Real Talk spittet, der vielleicht mal ganz gut sein kann, aber in den meisten Fällen ist das, was er macht, ist jetzt nicht böse gemeint, aber jetzt nicht sehr, weiß ich nicht, zielführend und gewinnbringend. Während Robert Mark Lehmann in den meisten Fällen sehr substanziellen Content macht, wo man am Ende wirklich was gelernt hat, was man rausnehmen kann, er setzt sich für die Erde ein, das ist was, wo man als ausstehende Person auf jeden Fall sagen kann, ey, das bringt einen weiter, das ist cooler Content. Das ist einfach der Unterschied und die Zahlen sind dann natürlich aber auch unterschiedlich. Also ja, die Zahlen sind unterschiedlich, weil die Leute auch mehr Bock haben auf diesen Content, bei dem sie nicht nachdenken müssen. Also es klingt so dumm, aber es ist halt zielgruppenabhängig natürlich auch, so muss man sagen. Also Montana Black schauen zumindest aktuell noch viel mehr Leute an als an Robert Mark Lehmann, wobei auch da jetzt gar nicht die Zahlen ziemlich gut sind, muss ich sagen. Aber nur um das kurz zu sagen, in den meisten Fällen ist es so. Bei TikTok ist es aber nochmal krasser. Also bei TikTok sind schon die allermeisten Creator diese Bullshit-Creator, die einen halt nicht wirklich weiterbringen so als Nutzer. Und das ist eben auch ganz entscheidend. Ich glaube, dass die Plattform TikTok oder vielleicht insgesamt diese Vertical-Plattform, dass die im Durchschnitt aus mehr jüngeren und mehr ungebildeteren Leuten bestehen als die anderen Plattformen. Das hat eben unter anderem damit zu tun, dass beispielsweise für so ein Video hier, was ihr euch gerade anschaut, braucht ihr halt eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne als jetzt eben für TikTok. Also das Publikum hier wird ein ganz anderes sein als das, was auf TikTok unterwegs ist. Das gilt nicht für alle, ich kann das nicht pauschalisieren, aber der Schnitt. Und ich sage das deswegen, weil ich halt selber sehe, wie viel Bullshit-Content viral geht und wie viele Bullshit-Creator es auf TikTok gibt. Und das kann ich mir nur damit erklären, dass es eben eine große Abnehmerschaft geben muss, die sich diesen Scheiß reinzieht. Ich betone das alles hier deswegen, weil es eben ganz... Normal, Leute, völlig normal. Es gibt eine riesengroße Abnehmerschaft dafür. Wie viele Videos lade ich im Monat auf TikTok hoch? Maximum 10 vielleicht. 5 bis 10. Da ist immer irgendeins dabei, was mehr oder weniger viral geht, dann macht das 750.000 oder 1 Million Views. Woher kommen diese Views? Woher kommen diese Leute? Woher?
Das ist geisteskrank. Entscheidend ist, wenn du dir mehrere Stunden am Tag Inhalte auf einer Plattform anschaust, dann wirst du mit der Zeit selber zu diesem Inhalt. Die Inhalte haben einen großen Einfluss auf dich. Das ist wie eine Art soziale Bubble. Wenn du ein Mensch bist, der die meisten Stunden seines Tages an der Harvard University verbringt und das mit jemandem vergleicht, der die meisten Stunden des Tages in einem Knast verbringt, weil er im Knast Zeit absitzen muss, dann wirst du schon nach einigen Tagen, erst recht nach Wochen und Monaten feststellen, dass diese Menschen natürlich völlig anders sozialisiert sind, völlig anders denken und natürlich auch einen völlig anderen Bildungsstand mit der Zeit haben. Und so ist es so, dass das soziale Umfeld... Übrigens ganz kurz, um kurz einmal reinzudingsen, da muss ich auch sagen, bin ich richtig stolz auf euch und uns, weil, klar, wir gehören, also mein Content ist auch irgendwo Bullshit-Content, mehr oder weniger, ne? Ist jetzt auch kein Content, wo man sagt, okay, ihr habt jetzt hier Nachhilfe für die Schule bekommen. Das Einzige, was ihr vielleicht mitbekommt, sind so meine Ansichten und vielleicht teilen wir die Ansichten gemeinsam, vielleicht haben wir die gleichen Ansichten, aber meine Watchtime meiner Videos ist immer über 50%. Also fast immer über 50%. Heißt, wenn dieses Video 25 Minuten geht, ist die Watchtime 13, 14 Minuten durchschnittlich. Heißt, ein paar haben direkt wieder abgeschaltet, aber ganz viele gucken bis zum Ende, ganz viele gucken drei Viertel, manche gucken nur ein Viertel. Die Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel, die ist da. Das wirkt sich auch darauf, oder daraus kann man auch irgendwo schließen, so wie Jonas das gerade gesagt hat, was für Leute hier auf dem Kanal abhängen. So wisst ihr, wie ich meine. Also das sind Leute, die noch Bock haben, aufmerksam bei etwas dran zu sein, die noch Bock haben, sich Zeit für ein Video zu nehmen, die noch Bock haben, sich, ja, es gemütlich zu machen, sich zurückzulehnen, ihr wisst, was ich meine, so, sich gezielt Zeit dafür zu nehmen. Wenn du dich umgibst, natürlich auch großen Einfluss auf dich hat. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, formen dich in irgendeiner Form zu den Menschen, der du bist. Aber wenn wir uns jetzt die Zeit angucken, die wir verbringen und wir nehmen jetzt diese Stunden mit auf, die wir auf TikTok verbringen oder vergleichbaren Plattformen, dann formt dich auch dieses Umfeld und macht dich zu einem Menschen. Und wenn du jetzt mehrere Stunden am Tag auf einer Bullshit-Plattform unterwegs bist, die nur Bullshit-Content zeigt, dann wirst du zu einem solchen Bullshit-denkenden Menschen. Und das möchte ich euch an dieser Stelle einfach nur mit ganz, ganz viel Vorsicht einfach nur nahe bringen. Passt da bitte wirklich auf euch auf. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du eine Stunde am Tag liest oder eine Stunde am Tag auf TikTok abhängst. Es macht einen Unterschied, ob du eine Stunde am Tag Sport machst oder dich dazu entscheidest, eine Stunde am Tag Trash-TV im Fernsehen zu sehen. Das macht dich in kürzester Zeit schon zu einem anderen Menschen. Ich bin überhaupt kein großer Fan von Trash-TV, aber ich weiß, dass sich super viele Leute das reinziehen und deswegen gibt es das. Ich bin maximum großer Fan von Trash-TV, ne? Muss ich einfach kurz sagen. Trash-TV ist einfach, sorry, aber das ist halt auch einfach todesdumm. Davon auch so viel. Diese ganzen Formate wie Love Island und Sommerhaus der Stars und dieser ganze Shit. Ich kenne viele Leute, die sagen, sie schauen sich das trotzdem gerne an, um sich zurückzulehnen, um sich davon unterhalten zu lassen, weil es sie entspannt oder weil es sie runterbringt und so. Und ich möchte das auch nicht judgen oder verurteilen, aber ich möchte trotzdem dazu sagen, auch diese Art von Inhalten formen euch. Wenn ihr Menschen seid, die sich mehrere Stunden in der Woche solchen Trash-TV-Sendungen hingeben, dann seid ihr Menschen, die dazu eher tendieren würden, mit anderen Leuten diesen ganzen T-Talk zu machen, diesen ganzen Gossip so, keine Ahnung, dem so einen hohen Stellenwert zu geben, weil das eben in all diesen Sendungen so krass glorifiziert wird und dargestellt wird, als wäre es eben immer völlig normal, dass man sich dauernd mit Menschen zurückzieht und hey, wir müssen jetzt mal über die Menschen sprechen und was ist da eigentlich, ihr müsst mal Real Talk führen, ihr müsst mal das machen, so what the fuck, führt man normale soziale Beziehungen zueinander. Das, was da im Fernsehen dargestellt wird, ist nicht die Realität und nur weil es Spaß macht, sich anzuschauen, wie andere Menschen die ganze Zeit Konflikte austragen, sich betrügen, irgendeine Scheiße machen, die ganzen Sachen, die es früher gab, wie Frauentausch und so, das ist völlig am Leben vorbei und das sind keine guten Vorbilder und das formt uns trotzdem und hat großen Einfluss. Genau eben wie auch TikTok und vergleichbare Plattformen. Deswegen als kleiner Tipp. Sehr stramm, wie er das gerade hier zusammenfasst, ne? Muss man echt sagen. Also bringt mich sogar selber zum Nachdenken. So, weil das sind auch Sachen, mit denen ich kämpfe. Dass ich tagsüber Zeit in Dinge investiere, die unnötig sind. Und zu wenig Zeit in Dinge, die ich gerne, in die ich gerne investieren würde. Also wie zum Beispiel zum Sport gehen oder wie zum Beispiel ein Buch lesen. Ich habe hier Real Talk 2 Bücher liegen, die ich noch lese. Also das eine ist sogar über die Hälfte habe ich schon gelesen. Aber das ist jetzt auch schon einen halben Monat her oder so. Oder einen Monat her, wo ich das letzte Mal drin gelesen habe. Heißt, ich muss jetzt wieder Anschluss finden. Ach, schwer. An dieser Stelle auch, nutzt auf jeden Fall bei TikTok und den anderen Plattformen die Möglichkeit, auf dieses interessiert mich nicht zu gehen. Das heißt also, Inhalte, die in diese Richtung gehen oder ähnlich, werden euch da nicht mehr angezeigt. Geht durch TikTok durch und aller Content, bei dem ihr das Gefühl habt, dass euch das wirklich nicht weiterbringt, weil es einfach auch Bullshit ist, geht da auf dieses das interessiert mich nicht Ding. Das ist für euch wichtig und ist auch für die Plattform wichtig, weil dadurch diese Creator nicht weiter gepusht werden. Versteht mich da wirklich nicht falsch, ne? Also ich sag das nicht aus einer Frustration raus oder so. Also es gibt da auch überhaupt keinen Grund zu, ich bin nicht frustriert, sondern das sind einfach Sachen, doch, ich bin frustriert. Ich bin frustriert darüber, dass ich selber in diese Falle reingelaufen bin und da gerade wirklich knietief drin stecke, weil ich
ich mir selber echt viel TikTok-Content gebe und es mir extrem unangenehm ist, dass ich merke, ich bin nicht mehr in der Lage dazu, wie früher zum Beispiel. Ich konnte früher wirklich ganz gut einfach so Texte schreiben und mich darauf einfach so ein, zwei Stunden konzentrieren, einfach so einen Text runterschreiben. Ich kann das nicht mehr, ich habe das verlernt, weil mein Gedächtnis und mein Kopf so kurz, weil ich nur noch... Aber das ist auch eine Sache, vor der ich Angst habe. Also ich habe Angst, Fokus zu verlieren. Ich merke ja auch schon bei mir persönlich, dass ich vergesslicher bin einfach. Ich bin für mein Alter viel zu vergesslich. Also, ja, was soll ich sagen? Programmiert sind und das macht mich selber voll traurig. Deswegen versuche ich selber dagegen aktiv anzuarbeiten und das ist wichtig. Es gibt Creator, bei denen ich einfach sage, das ist wirklich krass. Also übernächste Woche werde ich mich vor allem auf Couple-Content konzentrieren, weil das ist wirklich Next-Level-Bullshit, was da auf TikTok gemacht wird. Also ich bin nicht drauf klargekommen, als ich dafür eben ein bisschen recherchiert habe. Oh mein Gott, da geht übernächste Woche viel drum. Aber auch Leute, die so irgendwie zum Beispiel ihre Business-Modelle vorstellen, so extrem unangenehm, finde ich wirklich sehr unangenehm. Leute, die Konsum so krass glorifizieren, das hat sehr schlechten Einfluss auf euch. Also Leute, die zum Beispiel die ganze Zeit irgendwelche Hauls machen, die ganze Zeit Produkte vorstellen, die gekauft haben und sagen, oh mein Gott, Ladies, ihr wisst nicht, wie glücklich ich bin, ich habe jetzt das und das und das gekauft, ihr müsst das machen, das ist der Lifehack für den Sommer, das bringt euch weiter, ich habe diesen Schleim gebastelt, ihr müsst euch das kaufen, dieses Spielzeug, das ist alles Gift für den Kopf. Auch Leute, die mit so Oberflächlichkeiten flexen oder überhaupt, bei denen es nur um diese Oberflächlichkeiten geht, wo nur deren Aussehen gepusht wird oder um so Blicke und all diese ganzen Sachen, wenn ihr euch am... Watermelon Sugar, hi, maybe we could see the season, begin with you, hi... Er meint gerade so, wo so Blicke. Ende des Tages fragt, was habt ihr euch da angeschaut, diese ein, zwei Stunden? Ich schwöre, wenn ihr sagt, ihr seid mal lazy oder ihr habt mal nicht so Bock, irgendwas wirklich aktiv zu unternehmen, es hat so viel Mehrwert, sich irgendwie eine coole Doku zum Beispiel reinzuziehen oder sei es von mir aus einfach ein Film, bei dem man sich wenigstens mal 90 Minuten konzentriert. Also ihr müsst euch mal vorstellen, früher war es immer so, dass Eltern gesagt haben, ey, jetzt nicht die ganze Zeit vom Fernseher rumhängen und nicht die ganze Zeit diese Sachen machen. Mittlerweile können die Leute nicht mal mehr Fernsehen, weil die Aufmerksamkeitsspanne so kaputt ist, dass man nur noch am Handy sein kann. Es ist halt auch voll wichtig für Leute da draußen, die vielleicht Kinder haben im Alter von irgendwie 8 bis 16 oder so, die darüber vielleicht noch gar nicht so reflektieren können, aber die jetzt irgendwie schon Eltern seid und ihr habt euren Kindern schon ein Smartphone gegeben. Ohne Scheiß, gebt denen das mit auf dem Weg, dass sie da aufpassen müssen. Die machen sich sonst, ich bin so froh, dass diese ganzen Plattformen erst gekommen sind, als ich irgendwie so Anfang, Mitte 20 war und nicht schon als ich 14 war. Wenn ich mir vorstelle... Bro, ich wäre raus gewesen. Ich wäre komplett raus gewesen. Ich wäre da voll addicted von gewesen, glaube ich. YouTube ist ja an sich auch so eine Plattform, aber auf eine ganz andere Art und Weise, weil bei YouTube kannst du noch viel mehr selber entscheiden, was du jetzt anguckst und was nicht. Bei YouTube wird dir nicht ein Video vorgeschlagen, du musst es angucken und dann entscheidest du nach den ersten Sekunden, wischst du weiter oder nicht. Bei TikTok ist das so. Du willst vielleicht keine nackten Ärsche sehen, aber dir wird ein Arsch einfach in dein Gesicht gezeigt, beispielsweise. So, und dann musst du weiterwischen. Du willst beispielsweise kein Essen sehen, weil du hast extrem Hunger und wartest gerade noch, bis deine Mutter fertig gekocht hat. Dir wird das der geisteskrankeste, leckerste Burger angezeigt. Du willst es eigentlich nicht, es passiert aber. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind jetzt so dumme Beispiele, aber es ist so. Das sind Dopamingeschichten und so damals schon so krass gefickt worden wären. Ich wäre echt sad darüber, ich wäre echt sad. Tja Leute, und an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich das Video voll spannend fand irgendwie. Und ich hoffe, ihr konntet vielleicht noch mal ein bisschen was mitnehmen. Schreibt mir super gerne auch mal wieder eure Meinung dazu. Geisteskrank gut zusammengefasst. Wirklich dicken Respekt an Jonas, weil das sind so Sachen, über die ich mir voll oft Gedanken mache, unterbewusst, aber ich habe in meinem Kopf diese Schritte nicht so zusammengefügt und gesammelt, dass ich jetzt mir so gesagt habe, immer wenn ich auf TikTok bin, habe ich ein tolles Gefühl, weil kurzweilig denken und so weiter und die Folgen davon sind die und die und die. Und das hat er gerade richtig gut zusammengefasst und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, der wir uns alle sehr bewusst sein sollten. Sehr, sehr bewusst. Mein größtes Problem an der ganzen Sache ist, ich verdiene halt irgendwo auch noch mit TikTok mein Geld, so mehr oder weniger, ne? Also ich habe ja auch mal eine TikTok-Kooperation hier oder da oder dies. Und es ist jetzt auch keine Sünde, jetzt irgendwie Kurzvideos irgendwo hochzuladen. Ich glaube einfach, es ist viel gefährlicher, weil man nicht selber entscheiden kann, was man anguckt und was nicht. Und das finde ich das Coole an YouTube. Du kannst selber entscheiden. Ey, guck mal, hier, Tomatolix hat ein Video hochgeladen, Sedo hat ein Video hochgeladen und Finanzfluss hat ein Video hochgeladen. Du gehst jetzt auf YouTube, hattest einen langen Arbeitstag, denkst dir so, boah, okay, Tomatolix, interessantes Thema, sind E-Zigaretten gefährlich oder nicht? Sedo hat ein Video über Insta-News gemacht, so ein bisschen wieder so ein bisschen chillig. Und Finanzfluss erklärt mir den Bitcoin. Du kannst selber entscheiden, okay, was guckst du jetzt an? Guckst du vielleicht danach was anderes an oder nicht? Guckst du nur ein Video, morgen vielleicht das andere? Und das geht bei TikTok nicht. Und das ist ein Riesenproblem, ein sehr großes Problem. Und ich merke, wie Instagram auch mehr dazu wird. Ich bin schon auf Instagram teilweise ein paar Minuten kleben geblieben, weil ich mir Sachen durchgeguckt habe. Keine Ahnung, so Kleinigkeiten, so ein Highlight von einem Fußballtor oder Highlight von Handballtoren, wie die hin und her spielen und wie die dann den mit einem Trick reinmachen und so. So Kleinigkeiten, die mich dann so kurz begeistern. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Liebe Freunde,
Jonas, stark gemacht, sehr starkes Video. Schaut bei Jonas vorbei. Bitte lasst Liebe da. Link ist in der Beschreibung. Abonniert seinen Kanal. Schreibt auch gerne bei ihm in die Kommentare, was ihr über das Thema denkt. Könnt ihr natürlich hier auch machen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, 14 Uhr, beim neuen Video. Bis dahin, liebe Freunde, haut rein, lasst es krachen und ciao.